Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück hier zum OMSI. Und ja, ich habe ein bisschen mehr Zeit genommen für die nächsten Aufnahmen, denn ich habe hier mein Setup gebaut und ja, ihr wisst, ich habe ein ganz anderes Mikrofon und ganz anderes Setup. Und das Problem war jetzt eigentlich, wie kriege ich eigentlich den Ton von meinem Mikrofon hier. Ich starte übrigens heute jetzt mal Berlin mit euch, ja, weil wir das noch nicht gemacht haben, ganz einfach. Und bis wir zu ein paar Dingen kommen, die ich euch noch erklären möchte in dieser Folge und in den folgenden Folgen. Für alle die, die mich noch nicht so gut kennen und vielleicht über OMSI zu mich gekommen sind. Ich bin der Typ, der nicht gut Deutsch kann. Und wenn bei mir mal irgendwie plötzlich ein oder zwei Wochen Videos nicht kommen, dann hat es immer irgendeinen Grund. In diesem Fall war der Grund, ich habe ein tolles, fantastisches Upload-Tool mir selbst programmiert, das leider nur auf meinem System läuft. Aber ich werde es irgendwann mal vorstellen. Damit kann ich noch mehr Videos in noch unkomplizierterer Weise bearbeiten für euch. Mein ganzer Workflow ist viel einfacher geworden. Wie gesagt, das stelle ich euch kurz mal vor, weil ihr seid ja besonders als OMSI-Fans sicherlich technisch sehr, sehr begeisterte Zuschauer. Ja, das ist der eine Grund. Und zum anderen möchte ich halt sagen, wenn da jetzt mal irgendwie eine Zeit lang kein OMSI kommt, dann liegt es nicht daran, dass ich keine Lust mehr habe oder dass es eingestellt wird. Wenn das der Fall sein sollte, dann teile ich euch das mit. Und jetzt haben wir ein Tonproblem und deswegen muss ich mal kurz die Aufnahme anhalten. So, da bin ich auch schon wieder und mir ist gerade eine Schwäche meines neuen Systems aufgefallen. Ja, wenn ich nämlich hier irgendwie mal eine Aufnahme unterbrechen muss, das unterstützt mein System nicht. Deswegen habt ihr mich gerade sozusagen auf eine neue Programmieridee gebracht. Nichtsdestotrotz, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Das heißt, wir schauen mal, wo wir überhaupt sind hier, beziehungsweise was wir hier so machen können. Müssen wir mal eben schauen, hier einmal den Karren anschmeißen. Nanu? Ach so, da ist ein Gang drin, ne? Normal. Okay, so, dann musste ich jetzt irgendwie wieder die Bremse lösen, jawohl. Und wir sind hier Linie 92 und 13N, wo wir theoretisch was machen könnten. Okay, dann wollen wir mal schauen, was wir da so haben. Weil ich kann mich hier mal gar nicht mehr... Ich weiß gar nicht, warum ich hier... So, machen wir mal 92. Umlauf ist mir egal. 10.45 Uhr, bla bla bla. Heerstraße. Das wäre ziemlich am Ende. Also würden wir fahren von der Stadtgrenze ausgehend, würden wir fahren eine Linie. Das heißt, wir nehmen einen anderen Umlauf. Genau, von der Stadtgrenze ausgehend. Jetzt nehme ich einfach das mal an und gucke, dass wir da mal hinkommen. Also das ist jetzt unsere Linie. Jetzt habe ich den Umlauf mir nicht gemerkt. Grandios, wie immer. Das heißt, wir müssen mal eben hier die Anzeige einstellen. 92 war das, oder? Und, ach du lieber Gott, nee, das ist doch mehr alles hier. Habe ich mir das wäre nicht gemerkt, also nochmal hier abbrechen. Es gibt ja auch viele andere Kollegen, die das auch spielen. Einige richtige Profis, andere, die stellen sich genauso dämlich an wie ich oder noch schlimmer. Aber einem Gerücht zufolge bin ich immerhin der freundlichste Fahrer dieses Spiels, der sich gerne auch von dieser Frau da anschreien lässt mit der komischen Stimme. So, also, wir wollen von der Stadtgrenze im Umlauf 2, 92. Also, wisst ihr, was ich jetzt gemacht habe? Ich sag's besser nicht. So, also nochmal. Wir wollen von der Linie 92, Umlauf 2, von der Stadtgrenze zur Freudstraße, ist richtig. Okay, und jetzt will ich hier oben mein Dingen einstellen. Also 92, Freudstraße. Das kann man übrigens auch, Freudstraße da. So, kann man auch eingeben. Ja, da kommen schon die Leute. Aber ist ja noch viel zu früh, denn... denn wenn wir mal auf den Fahrplan... Wo habe ich denn hier die Taste für den Fahrplan hingelegt? Das war nicht die Taste für den Fahrplan. Das war die Taste Stadtgrenze 11.03 Uhr. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zur Stadtgrenze finden. Ich hoffe, das kriege ich hin. So, dazu legen wir natürlich erstmal einen Gang ein. Ups. Ist irgendeine Bremse noch fest? Welche ist denn das? Okay, die hier, so. Ja. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, zur Stadtgrenze zu kommen.
Und da hinten, da der Fall zur Freudstraße geht, würde ich mal tippen, dass ich einmal hier rum muss und einmal hier, Moment, da gucken wir eben aus dem Fenster, ob ich da rumkomme irgendwie. Aber das sieht mir wie aus wie eine Buswendeschleife aus. Da habe ich kein gutes Gefühl. Aber vielleicht besteht dann diese Folge auch nur auf Rumgurken und mal wieder Sachen nicht hinbekommen. Ja, okay, das war... hatte ich gerade irgendwas gesagt von wegen Sachen nicht hinbekommen? Wieso läuft der... Wieso laufen denn die Fahrgäste mir hinterher? Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Ja, das geht ja wieder hier grandios los, muss ich sagen. So, jetzt sind wir aber runter hier. Na komm schon. Also, da wollte ich gerade noch sagen, wie toll ich das alles immer mache hier. Und da kommt dann sowas dabei raus. Tja, so schnell kann es gehen. So, Stadtgrenze. Wir starten noch von der Stadtgrenze aus, ne? Ja, dann müssen wir einmal hier rum. Ich glaube, ich habe die ganzen Leute überfahren hier. Aber dafür bin ich freundlich, ne? Also ich fahre alles platt, aber ich bin freundlich. Ah, hieß doch Heerstraße, Stadtgrenze. Hä, bin ich doof? Ich schau mal eben auf den Plan. So. Nein, das war nicht die Taste. Das war die Taste für den Plan. Stadtgrenze. Ja, da wären wir dann hier. Das ist mir gerade etwas suspekt. Die Leute wollen mir aber nicht einsteigen. Dann lass ich die einfach mal einsteigen. Ich weiß es doch auch nicht hier. Ich blick hier nicht durch. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Ja, jetzt sind wir hier in Berlin, ne, wa? Wo war denn jetzt, wo hatte ich denn jetzt hier kassieren draufgelegt? Dahin, genau. Hallo, eine Fahrkarte, bitte. War die Bremse nicht dran. So, was haben wir denn für eine Startzeit? Es ist alles ein bisschen chaotisch. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir haben eine Startzeit von, guck mal auf den Plan. 11:03 Uhr. Also stellen wir die Uhr mal eben vor auf 11:03 Uhr und hoffen, dass das irgendwie passt. Ich glaube, ich mache das alles falsch hier. Irgendwie ist hier der Wurm drin. So. So, jetzt müssten wir eigentlich losfahren. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin, aber das sehen wir gleich. Wenn wir nämlich jetzt auf den Fahrplan gucken. Minus 14. Okay, er hat da gezählt, dass ich, oh, jetzt haben wir, der hat den Unfall noch. Mal eben hier meine Infoleiste einblenden. Wo war das nochmal? Shift-H, glaube ich, oder so, ne? Nee. Auf welche Taste habe ich das denn gelegt? Okay, da muss ich nochmal eben gucken, weil ich das gerade nicht auswendig weiß. Also es ist voll die Chaotik hier. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber Sie wissen... Nein, ich wollte in die Einstellung... die Einstellung von... Wo ist denn da? Genau. So, und jetzt, Tastatur. Infozeile einblenden. Wo ist sie denn? Informationsumschalt Z war es, siehst du wohl. So, das wollen wir alles nicht wissen. Das wollen wir wissen. Und jetzt geht hier... Hallo? Hallo? Ich kann nicht steuern, wenn ich das Lenkrad nicht eingeschaltet habe. Jo! Ist ja unglaublich. Das ist unglaublich, wa? Führerschein gewonnen, oder? Ja, Führerschein gewonnen. Ich glaube, es hackt hier. So. Ja, also diese Folge etwas aus der Kategorie, wir machen es mal chaotisch. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich muss natürlich wieder ein bisschen reinkommen hier. Was ich nicht zu entschuldigen bitte, ist, dass ich jetzt ein bisschen Gas geben muss, weil... Ah ne, wir sind immer noch 1,5 Minuten zu spät. Das geht so gerade noch. Aber die Leute beschweren sich auch nicht. Das ist schon mal gut. Und los geht es hier. Auf die freie Fahrt sozusagen. Ist doch irgendeine Lampe noch immer an. Da habe ich noch irgendwas noch nicht richtig gemacht. Da kommt jetzt gleich wieder der Flame.
Morgana, das weiß man doch, bla bla bla, aber naja. So, was ich wie immer von euch wissen will, also von euch Berliner Schnauzen da draußen, wie sind das hier so in Sachen Realität? Ist das realistisch, was hier nachgemacht wird oder so? Ich versuche mal eben zu gucken, was das hier hoch... Ich versuche mal eben zu gucken, was das hier für eine... Na. Ich mach eben das Lenkrad weg. Zugalawawaw. Aha. Okay. Auch übrigens jetzt hier wieder ganz andere Busse, ne? Also völlig anderes Erscheinungsbild. Mit so ähnlichen Bussen bin ich immer noch zur Schule gefahren. Da war auch so ein ganz komisches rotes Leder und der Sitz war so hässlich. Ach, das war schlimm. Die Schule war auch hässlich. Aber ihr wisst ja, ich rate jedem, nicht meine Karriere in der Schule einzuschlagen, sondern vernünftig zu lernen, ne? Das müsst ihr irgendwann mal hier Kinderbelustigung auf YouTube machen. Und, ja. Wie? Vom Unfallort entfernt. Ist doch Quatsch. So, wir haben ein bisschen Verspätung. Das heißt, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Wieso kommen da eigentlich keine Ansagen? Ach, weil ich das... Ich habe das Moped nicht eingeschaltet. Shit. Shit, shit, shit. Will er da raus? Nee. Oder? Ich muss das nochmal eben gucken hier, weil ich gerade hier vollkommen nicht klarkomme. Okay, hier waren wir jetzt pünktlich. Dann geht's weiter hier Richtung Freudstraße. Man könnte ja meinen, das wäre in Hamburg eigentlich, ne? So vom Namen her. Ach, guck mal, wie schön hier. Also das ist doch wirklich ein Simulator, wenn man überlegt, da haben zwei Leute dran gebaut, so ungefähr. Und nirgendwo sind Fahrgäste. Das gibt mir langsam zu denken hier. Ich mach bestimmt wieder irgendwas falsch. Schauen wir mal. Heerstraße 44, da sind wir auch richtig. Boah, eigentlich ist es richtig. Huch. Keiner gemerkt. So. Ja. Also, nach der kleinen Staffelpause seht ihr, es geht chaotisch weiter hier. Und ich bin mir nicht so ganz sicher. Also, einige regen sich dann immer tierisch auf und sagen, boah, geil, das Spiel ist doch mal gescheit. Mach doch mal so und so und so. Ja, aber ich möchte, wie gesagt, immer Simulatoren so spielen, wie sie dann auch bei euch dann als Kunde ankommen. Das heißt, ja. Der gemeine Kunde hat ja normalerweise keine Lust, die Gebrauch... Was habe ich denn jetzt schon wieder angefahren? Keine lustige Gebrauchsanweisung zu lesen, wollte ich gerade sagen. Also die Bedienungsanleitung. So. Na, mal gucken jetzt, ob auch irgendwer hier freiwillig bei mir einsteigt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Oh doch, Guten hallo. Tag. Guten Tag. Na, geht mal weiter, wa? Ich muss nämlich hier so ein bisschen mich beeilen. Ja, dann haben mir einige gesagt, ich würde viel zu weit auf der Straße fahren. Ich habe irgendwie noch kein Gefühl dafür, was, also wie weit ich quasi rein ran kann an den Bürgersteig. Und da hat mir irgendwer geschrieben in den Tipps, ich sollte mich an den Scheibenwischerblättern orientieren. Das werden wir mal testen, wenn wir nicht so viele Leute an Bord haben. So, dann müssen wir mal dezent bremsen hier. Uiuiui, ui, ui, ja. Also Fahrkomfort, B-Note kriegen wir hier nicht gut. Das war's für diese erste Folge der neuen Staffel. Ich hoffe, ich habe euch halbwegs gut unterhalten. Und ja, wie es in der nächsten Folge weitergeht, dürft ihr mal gespannt sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut, mich weiterempfehlt euren Freunden, Verwandten, Bekannten und eurem Kanickel. Also bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis bald.